Hossa Internet, es gibt Hinweise auf ein neues Half-Life-Spiel und jetzt könnt ihr die Hose wieder anziehen. Es geht nur um ein Half-Life-VR-Spiel. Aufgetan hat diese Hinweise die anerkannte Valve-Experten-Fansite Valve News Network. Die haben nämlich rausgefunden, dass in einem aktuellen Update zu Dota 2 eine Codezeile zu finden ist, die auf ein zerbrechendes Fenster in HLVR, also Half-Life VR, hinweist. Und das ist bei weitem nicht die erste Nennung eines Projekts namens HLVR, denn dieses Half-Life VR ist immer wieder aufgetaucht in Updates zur VR-Software Destinations. Im Jahr 2015 hat außerdem ein Valve-Mitarbeiter erklärt, dass intern bei Valve durchaus mit Half-Life in VR herumexperimentiert wird, allerdings ohne feste Absicht, was man damit machen will. Es ging nur erstmal darum, bestimmte Konzepte in VR auszuprobieren und dann nimmt man halt gerade Half-Life. Das jetzt aber auftaucht in diesem Dota 2 Update und vor allem in immer weiteren Destinations Updates, lässt natürlich den Schluss zu, dass intern an diesem Projekt weiter gearbeitet wird. Nur wo das Projekt hin will, ob das jemals veröffentlicht wird, das ist momentan noch unklar. Eins steht jedenfalls fest: Wenn das jemals veröffentlicht wird, dann wird es nicht Half-Life 3 sein. Valve hat nämlich wiederholt dementiert, dass Half-Life 3 ein VR-Spiel sein wird. Bla bla bla, Mr. Freeman. No Man's Sky schickt den Spieler auf eine Reise ins Zentrum der Galaxie und jetzt hat das Spiel selbst eine beschwerliche Reise beendet, nämlich die zum absoluten Steam-Bodensatz. No Man's Sky ist Stand jetzt auf Steam das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. In den letzten Reviews sind gerade mal 11% aller Benutzer davon angetan. Insgesamt sind nur 32% der Spieler mit einem positiven Urteil vom Spiel weggegangen. Der Rest wertet es in Grund und Boden. Und dass diese Wertung nochmal so rapide nach unten gegangen ist in letzter Zeit, das liegt vor allem daran, dass der Entwickler Hello Games in den Schweigemodus übergegangen ist. Wann es neue Updates oder Inhalte gibt, darüber gibt es momentan keine Infos. Zumindest jetzt gibt es aber auf Twitter eine kleine Ankündigung, nämlich, dass das Team von Hello Games hart am Arbeiten ist an einem weiteren Patch. Nur ob der mit neuen Inhalten oder anderen Verbesserungen nochmal den Karren aus dem Dreck ziehen kann, das darf bezweifelt werden. Here we have the impossible physics Rex. It's basically, it has hoofs and it's big. Oh, and it has that thing on its back, but enough about that. How the hell can it fly using only butterfly wings? That's what we want to know. Resident Evil 7 wird wohl deutlich kniffliger, als man bisher gedacht hat. Denn von den bisherigen Demos konnte der Eindruck entstehen, dass das nur ein besserer Walking-Simulator mit ein bisschen Jumpscare und ein bisschen Rätselei ist. Tatsächlich kann man aber im Spiel sehr wohl sterben und wenn das passiert, ist es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kein Beinbruch, denn das Autosave-System wird einen dann relativ nah an den Punkt seines Ablebens wieder zurücksetzen. Wenn man aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann sieht die Sache anders aus. Das erklärt zumindest Game-Producer Masuhika Kawata im Internet. Der sagt nämlich, ja, es gibt dieses Autosave-System auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, in höheren Schwierigkeitsgraden wird das Speichersystem dann aber nicht so gnädig sein. Das deutet natürlich an, dass es auf höheren Schwierigkeitsgraden entweder deutlich weniger Speicherpunkte oder nur manuelles Speichern gibt. Unklar ist momentan, ob das gute alte Schreibmaschinen-Farbbandsystem aus den alten Resident Evils wieder zurückkommt oder ob es da eine neue Variante gibt. Fest steht aber, dass es auf allen Schwierigkeitsgraden zusätzlich zum automatischen Speichern Räume mit manuellen Speichermöglichkeiten gibt. Resident Evil 7 wird am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und kurz vorher soll es nochmal ein Update zur PSN-Demo Beginning Hour geben. Das war's für heute mit den News. Morgen gibt's die nächste Ausgabe. Bis dahin, weiterspielen.